Manche von euch werden es gelesen haben in meinem Wochenbriefing auf meiner Seite. Die Polizei hat einen ganz nahen Verwandten von mir in Augsburg ausgefragt über mich, wo ich bin und dergleichen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was das gerade mit alten Menschen macht in einer Familie. Die Polizei war jetzt bei meinem ehemaligen Hausmeister, mit dem ich bis heute eng befreundet bin, ganz lieber, toller Mensch, der ihn auch gesagt hat, sie sollen sich doch mal um Clankriminalität kümmern oder darum, dass ich mit Blumentöpfen beworfen werde und warum da nichts gemacht wird. Das sind berechtigte Fragen und es war wie bei Kafka, ich habe auch an die Pressestelle geschrieben, habe geschrieben, meine Adresse steht doch im Impressum, meine E-Mail ist bekannt, jeder kann das finden, jeder kann Kontakt auffinden, warum zu Verwandten, warum zum ehemaligen Hausmeister. Und jetzt kam tatsächlich die Antwort und ich war völlig baff, es wird ermittelt gegen mich von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen eines Artikels von einem Gastautor. Es ist ein Artikel, der gar nicht bei mir zuerst erschienen ist, der ist zuerst bei der Achse des Guten erschienen. Und in diesem Artikel beschreibt der Gastautor, wie nicht fälschungssicher das ganze System der Impfpässe ist. Er beschreibt, wo die Schwachstellen sind. Er sagt, hier, so kann man das machen, so kann man das machen. Er sagt dann explizit, schreibt er, das ist keine Aufforderung, das zu machen. Im Gegenteil, wer das macht, macht sich strafbar. Also eine ganz klare Warnung. Er klagt dann auch noch die Regierung an. Er sagt, die hat das zu verantworten. Die macht nichts dagegen. Und also völlig eindeutig, teilweise mit satirischen Elementen in meinen Augen, etwas, was völlig astrein ist. Journalismus muss aufklären, wo die Schwächen sind. Und wie gesagt, nochmal in dem Artikel der Aufruf nicht machen. Wer das macht, macht sich strafbar. Und jetzt wird gegen mich ermittelt, weil das eine Aufforderung zu einer Straftat gewesen sein soll. Und noch mehr Dinge, ich glaube, Störung des öffentlichen Friedens. Ich muss es nachschauen. Auf jeden Fall geht es um diesen Artikel. Und es macht mich sprachlos. Also deswegen diese Besuche, deswegen all diese Dinge. Und wie soll man noch journalistisch arbeiten dann in diesem Land? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Mein Anwalt wird jetzt Akteneinsicht beantragen und ich habe schon zwei Juristen haben das schon durchgeschaut, diesen Text, die halten ihn für juristisch einwandfrei, die sagen, das ist kein Aufruf zu einer Straftat. Interessant ist auch, dass die Polizei nur mich im Visier hat, also den Autor, dem ist nichts bekannt und auch den Kollegen von der Achse, die das zuerst veröffentlicht haben, ist nichts bekannt, es wird nur gegen mich ermittelt. Ja, es sind atemberaubende Zeiten. Natürlich, stellt euch vor, das geht an die Nerven. Es zehrt an einem, es geht an die Zeit. Ich mache jetzt nichts anderes, als mich damit erstmal zu befassen. Und natürlich geht es auch ans Finanzielle, weil das kostet ja wieder etwas. Da braucht man einen Anwalt, muss sich verteidigen. Es ist kafkaesk in meinen Augen. Ja, wenn jemand von euch die Möglichkeit hat, mich zu unterstützen, gerade jetzt auch wie gesagt, dann freue ich mich riesig. Ich verlinke es unten auch nochmal, wer jetzt in diesen Zeiten selber den Gürtel enger schnallen muss, bitte nicht. Ich will nicht, dass irgendjemand auf einen Kaffee verzichtet. Ich bin nur wirklich, wie gesagt, es macht einen sprachlos. Aber, das muss man auch dazu sagen, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Mich ermutigt das zum Weitermachen. Das zeigt, ja, dass man ziemlich nervös ist. Und wie gesagt, ich muss vorsichtig sein, ich muss die Worte wählen. Ich halte das für vorsichtig die Worte wählen, sagen wir das sehr freundliche Wort, unschön. Und wie gesagt, die Juristen, die es angeschaut haben, die sagen auch nichts dran. Und ich hoffe, dass mein Restvertrauen an den Rechtsstaat noch dadurch
bestärkt wird, dass das Ganze umgehend eingestellt wird und dass sich die Polizei wieder mit den Dingen befassen kann und die Staatsanwaltschaft, die wichtig sind. Ich glaube, wir haben genügend Probleme in diesem Land wie Clankriminalität und vieles andere, mit dem man sich befassen sollte. Alles Gute, danke, ciao. Reitschuster.de